willkommen zurück. Und, oh scheiße, ein bisschen zu früh gewesen. Damit recht herzlich willkommen zurück. Ja, der Axel, der lädt uns jetzt hier gleich ein. Dürfte eigentlich gleich losgehen. Freue mich schon drauf. Mal sehen, was in seiner Welt so abgeht. Weil wie gesagt, auf unserer Map jetzt hier, das wäre Quatsch, ihn jetzt hier einzuladen, wegen drei solchen Herzen, mit denen wir locker fertig. Achso, naja. Ja, moin. Hallo. Na wunderbar, ich habe eben gerade gewundert, was ist denn, was bimmelt denn hier gerade so, ey? Da habe ich nämlich über Discord nämlich noch nie angerufen, deswegen. Ja, wie gesagt, ich bin gerade online und ich nehme auch gerade auf. Okay. Du hast ja bestimmt gesehen, bei mir auf der Map, die ist so gut wie gelootet. Also meine Map. Und da sind höchstens noch drei solchen Herzen. Also ist eigentlich theoretisch, ist das Quatsch. Deswegen habe ich gefragt, ob wir bei dir spielen können, auf deiner Map. Kann ich dir ein bisschen unter die Arme greifen? Ja, können wir machen. Ich will nur kurz hier mal Push to Talk ausmachen, weil irgendwie dauert nur Taste drücken, ist immer kacke. Ja, na klar. Wie gesagt, dann müsstest du mich einladen. Ja, mache ich gleich. Alles klar. Eine Folge habe ich schon aufgenommen. Okay, I got some work to do. Aber dein Hund hat natürlich Vorrang, ne? Ist klar, also. Ja, klar. Ich muss nur kurz gucken, wo ich Push to Talk ausmache. auf Einstellungen und dann mehr Spieler. Und dann. Da kannst du mich ja horsten hier. Nee, ich meine jetzt hier bei Discord. Ach, bei Discord? Da ist doch diese Zeichen hier, diese Mikrofonzeichen, glaube ich, ne? Das kannst du ausschalten da. Wenn du das meinst. Warte mal kurz, ich muss mal gucken. Wo war, meintest du bei Einstellung und dann? Warte mal, jetzt muss ich selber mal gucken. Ich bin jetzt gerade bei Hotkeys drinne. Bei Hotkeys, nee. Nee, ich bin jetzt hier gerade bei Freunde. Und da bist du und der Robert. Und da ist hier unten, da ist Stummschalten, Ein- und Ausgabe deaktivieren und Benutzereinstellung. Scheiße, krieg ich ja, bei Benutzereinstellungen bin ich auch drin. Genau. Also da müsste das eigentlich. Da müsste das eigentlich irgendwo sein. Alter, ey, hier schleicht gerade eine fette Horde um meine Base herum. Hörst du mich? Ich höre dich ja. Ja gut, dann habe ich es jetzt gefunden. Dann habe ich es ausgeschaltet. Perfekt. Eine fette Horde läuft um deine Base. Ja, ja, und hier brennt gerade richtig die Hütte. Fetter Koloss. Das ist natürlich scheiße. Naja, ich meine, das ist ja noch alles händelbar. War ja erst in der Schreckenzone. Ja. Und jetzt in der Alpha-Zone angekommen. Ich möchte natürlich später in die Lethal Zone. Mhm, ja. Und mein Robert, der hat auch schon mal so ein Projekt gestartet, also wirklich mit nichts quasi in die Todeszone zu gehen. Das also, mache ich gerade auch. Das machst du auch. Mhm. Respekt, ey. Also hat sich das schon mal geklärt, weil meine Frage, das ist noch ein Block. Meine Frage, auf welchem Schwierigkeitsgrad spielst du? Ich hab mehrere. Also mehrere offen. Aber was ich momentan spiele, ist wirklich auf Diesel Zone. Ja. Ich hab neu angefangen. Mit drei Leuten im Endeffekt. Aber ich hab Leute genommen, die hatte ich vorher abgespeichert gehabt. Ach so. Weil die waren schon etwas besser. Jetzt habe ich fünf Leute, aber es ist knackig hart. Also. Ja, normal. Und wir sind heute Abend, wir sind zu zweit. Ja, also musst du wissen, ich kann auch eine andere Gemeinschaft nehmen. So, mach so, wie du möchtest. Also mir ist das, ob du Todeszone, okay. Also so, wie du willst. Also wenn du gerade deine Enklave in der Todeszone hochziehen möchtest, also ein bisschen unterstützen könnte ich dir auf jeden Fall geben. Sag mir, was du ja. Zeug brauchst. Ich meine, wir helfen uns ja gegenseitig so ein bisschen. Ne?
Oh, ich muss mal hier mehr Spieler einschalten. Wird auf jeden Fall lustig, ey. Ja, ist hart, ist echt hart. Und ehrlich gesagt, ich habe mich auch schon auf diesen Schwierigkeitsgrad eingestellt. Deswegen, also mein Spieler hier, der ist schon ausgerüstet mit allem möglichen Kram. Also, von mir aus können wir da ein paar Ärsche aufreißen. Also, ich habe es bis jetzt geschafft. Ich bin bei Tag 7 und ist noch keiner verreckt. Tag 7, oha, Respekt. Und was habe ich? Ich glaube, 3 Seuchenherzen habe ich weggemacht. 3 Seuchenherzen. Mhm. Okay. Aber es war wirklich nur reinlaufen, rumballern, Bombe werfen, wieder von den ganzen Zombies flüchten, wieder reinspringen, yes, weiterballern genau, und wieder genau weg. Genau so mache ich das auch, so wellenartig. Also, ich könnte da jetzt nicht an einer Stelle bleiben. Oder eben Seuchenherzen, wenn du gut an die rankommst, also wenn du jetzt auf dem Auto kletterst oder so, das würde auch noch gehen. Dass du da konstant draufballern kannst, ne? Ja. Und wenn das Seuchenherz erstmal besiegt ist, sag ich mal, dann verpisse ich mich erstmal und komme dann 5 Minuten später wieder und hole mir meinen Kram ab. Ja, das mache ich meistens, das mache ich manchmal auch, ey. weil das kannst du sonst knicken. Ja, ja. Oh, jetzt muss ich mal kurz gucken hier. Mehr Spieler. Einladung, ne? Ja. Kann ich mir erstmal noch eine Zigarette anzünden? Ja, mach ganz ruhig. Mehr Spieler. Ja, offen für Freunde. Jetzt muss ich nur gucken, wo ich die einladen kann. Ach da, alles klar. Oh, was muss ich denn da gehen? Ich muss mir das auch mal 1000 Mal durchlesen. Also ist schon ein bisschen kompliziert, finde ich, da. Das ja. Ganze. Aber mein Gott, ich habe Zeit. Und das haben wir auch so ausgemacht. Ich meine, gut, ich hatte jetzt war jetzt an der Ostsee gewesen. Mhm. Das hab ich dir und, auch, ja? Boah, wunderbar. Hat noch Bombenwetter gehabt. Also, war... Sonst gehen wir bei Steam in die Freundesliste und mach mal, dass du in mein Spiel reinjoinen kannst. Genau. Da geht das auch. Warte, Moment. Also offen ist das. Steam. Ah, hier, Spiel beitreten. Du. Genau. Aber hier steht Minion Masters. Nee, ich bin bei State of Decay on. State of Decay, warte mal, ich gehe hier mal kurz raus. Du bist online, genau. Hier, genau. Jetzt sehe ich dich. Mhm. Zum Zuschauen einladen, zum Spielen einladen. Und du hast mir eine Anfrage geschickt. Nein. Du kannst einfach den Spiel beitreten eigentlich. Ich habe es ja oft gemacht. Ach hier, Spiel beitreten. Jetzt sehe ich es. Alles klar. Mhm. Gut, das habe ich jetzt angeklickt. Jo, dann müsste das eigentlich gleich passieren. Dritte Sitzung bei, alles klar. Hä? Wie jetzt? Was denn? Warte mal, Moment. Fehlercode? Nee. Das ist aber auch kompliziert, ey. Jetzt muss ich mal gucken. Nö, ich bin jetzt wieder in meiner Welt. Ganz normal. Also, ich versuche das jetzt nochmal. Warte mal, sonst mache ich mal zum Spielen einladen. So, jetzt. Genau, jetzt, Moment. Ja, jetzt. Gut. Jetzt müsste gleich passieren, genau. Dritte Sitzung bei. Beitritt zum Spiel nicht möglich. Warum ist das nicht möglich? Du bist nicht berechtigt, an dieser Sitzung teilzunehmen. Der Host muss möglicherweise deinen Xbox Live Gamertag als Freund hinzufügen, wenn das Spiel auf nur Freunde eingestellt ist. Ist doch Quatsch. Das ist offen für alles. Ja, eigentlich schon. Kapier ich nicht. Ja, ist offen. Offen für Freunde, ja. Aber es kann sein, dass ich dich über einen Xbox Gamertag da einladen muss. Hast du sowas, oder?
Ja, eigentlich muss das jeder haben. Ja, theoretisch schon, ne? Ansonsten könnte ich noch mal Xbox bekommen. Was da? Ich gucke jetzt auch noch mal bei mir hier. Mehr Spieler. Schick mir mal noch eine Einladung. Ja, warte. Habe ich. Okay, so jetzt mehr Spieler. Gehe auf Xbox.com. Was ist das denn hier alles, ey? Ja, hier steht. Du hast mich zum Spielen eingeladen. Okay, und jetzt gehe ich darauf, aufs Spiel starten. Also. So, ich habe deine Einladung jetzt angenommen. Ich kann nicht, ich komme gerade, ich komme bei dir nicht rein, ey. Wenn du auf dem Startbildschirm bist, ich glaube oben rechts war das, musst du da mal gucken, sonst logge ich mich noch mal selber aus. Kurz im Hauptmenü zu gucken. Hier gerade echt ein bisschen Käse hier, also Mehr Spieler. Sitzung ist erstellt und alles, also von daher. Ah, warte mal, warte mal, warte mal. Könnte gleich sein, dass es geht. Ich schicke dir gleich nochmal eine Einladung. Alles Ich glaube, klar. das müsste jetzt klappen. Das so kompliziert ist, ey. Ja, Das finde ich auch ist völlig schwachsinnig. ätzend, ist das einfach nur. Alles klar, jetzt. Ja. Das dürfte jetzt gehen. So, mal gucken. Also wenn das jetzt nicht klappt, dann weiß ich auch nicht, ey, dann keine Ahnung. Das sollte eigentlich. Ich musste Moment. da unter Freunde dann einschalten, folgen. Moment, Moment. Spielt State of Decay. Freunde. State of Decay, genau. Na los, komm. Ach, hier, Spiel beitreten. Sonst lade ich dich noch mal ein. So. Jetzt. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Ich hoffe auch, Weil warte, muss mal mehr gucken. trete Sitzung bei. Jetzt funktioniert's. Na also. Tödlich. Na Mensch, Ja. ey. Boah, ey. Ein Was für eine Stress. Geburt. Ja, was für eine Geburt, ey. Ohne Mist. Dass man das nicht einfacher machen kann, ey. Ja. Gucken. Ach, da bist du.
glaube, wenn der Robert diese Aufnahme mal irgendwann vielleicht sehen würde, der lacht sich tot, glaube ich, ey, ohne Scheiß. Das kannst du. Nö, hatte ich mit ihm auch. Hatte ich mit ihm auch gehabt. Brauchst du schleichen. Ach, guck an, du hast. Erstmal spielst du auf meiner Lieblingsmap. Ja, das ist auch meine. Aber hier ist auch schon ziemlich weggelootet. Ich höre dich gerade doppelt und dreifach, also. Oh, ja, warte, sonst müssen wir mein Discord mal aus. Das kann sein, das vielleicht liegt es daran. Mhm. Einen Moment. Alles klar. Wir haben Zeit. So, jetzt sollte es besser sein. Genau, jetzt ist es besser. Ja, wunderbar. Hörst du mich? Ja, na klar, hör dich. Hörst du mich? Test, Test. Hallo, hallo? Test, Test. Hörst du mich? Hm. Ich höre dich. Warum ist hier ein Gameplay? Nee. Scheiße. Ich muss da nochmal. Discord, oh Mann. Also ich höre dich. Oha. Alter Vater. Hörst du mich jetzt? Ich höre dich, ja. Hörst du mich? Jetzt. Ja, jetzt höre ich dich. Ich muss das hier mal im Spiel ausmachen. Aber trotzdem höre ich dich irgendwie doppelt so. Das ist komisch. Das merke ich. Ja, warte. Hörst du mich immer noch doppelt? Jetzt ist gut. Hörst du mich? Ja. Ja, ich höre dich. Sehr schön. Jetzt haben wir es endlich hingekriegt. Alter, ja. Ich habe mir eben gerade deine Map Ich habe mir eben gerade deine Map angeguckt, ne? Alter, hast du Scheiße an Haken, würde ich mal sagen. Ey, das ist hart. 4, 5, 6, 7 Infektionsherde, eine feindliche Enklave konnte ich ausmachen und unzählige solchen Herzen. Alter Vater. Ey. Ja. Ja. So, Was brauchst du an Zeug? Ich könnte ein bisschen Munition gebrauchen. Munition, alles klar. Gut, dann machen wir das mal eben. Wo ist denn dein... Am besten... was suchst du? Dein Lager ist hier. Da ist dein Lager, genau. Und was brauchst du? Was suchst du? Dein Spind hier. Ach so, der ist drinne hier. Ach ja, stimmt ja. Alles klar, gut. So, du brauchst Munition. Was brauchst du an Munition? Welche Munition? Entweder 7,62 oder 5,56. Ah, sehr schön, Gewehrmunition. Gut, dann rüstig dich mal aus jetzt hier. Pack dir das hier auf den Boden. Ja. Weil mit der Schrotflinte wollte ich hier nicht rumballern, ey. Nee. Das habe ich nämlich auch gesagt. Ich sag, mein Spieler jetzt, der hatte auch eine Schrotflinte gehabt, aber dann habe ich noch so gesagt, ich sag, das kann ich dir unmöglich antun. Das ist Selbstmord. Das ist zu gefährlich. Definitiv. Das ist Hardcore. So, dann brauchst du. Das brauchst du auf jeden Fall auch. So. Oh, danke. Super cool. Kein Problem. Ich hab hier. Ich hab massig. Ja. Das war jetzt nur vom Albtraum. Nur aus der Albtraumzone hier. Im Grunde genommen. Du kannst bestimmt auch noch ein paar Knarren brauchen, oder? Ja, ich hab nicht viel. Ja, ist verständlich. Also, du fängst ja auch gerade erst an, ey. So, hier ist auch nochmal Gewehrmunition. Dann gebe ich dir nochmal von den Fünfern. Gebe ich dir auf jeden Fall noch. Das ist sieben. Das
7er Munition. Wo war denn? Okay. So, hier ist auch noch. Auch noch Zeug. Oh, danke, 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 danke. Ist kein Problem. Das reicht echt schon. Ich hab hier auch noch eine Scorpion. Kann ich dir auch mit meiner anderen Enklave mal wiedergeben? Ja, alles gut. Alles gut. So, dann kriegst du auf jeden Fall, bietet sich das immer an, ja, wenn cool. Du gerade an, wenn du auch anfängst. Danke. Hier haben wir noch eine, die verschießt 50er AP-Munition. Wenn du mir noch 9 mm geben könntest, wäre auch gut. 9 mm. Oh, das ist zu laut. Nee, nee, lass mal. Die ist nicht. Viel zu laut. Da locke ich alles 3 Meter an. So. Alles klar, dann nehme ich sie wieder. Hm? 9 mm brauchst du. Jetzt habe ich sie genommen. Ja gut, dann. Oder wenn nicht, dann zerlegst du die, weißt du? Ersatzteile sind ja hier auch mal gerade. Netzwerkfehler. Wo bist du? Achso. Ja. Ja, das auf jeden Fall. Hä? Okay. Alter. Ich schick dir sonst noch mal eine Einladung. Ja, Moment. Muss erstmal wieder reingehen hier. Mhm. Ey, das ist zum Kotzen heute hier, ey. Naja, bei Robert hatte ich das letztens auch gehabt. Da bin ich dreimal aus dem Spiel rausgeflogen. Das ist nervig einfach nur. So, beitreten. Ich meine, das spinnt zurzeit sowieso alles ein bisschen rum. Heute ist irgendwie Facebook, WhatsApp, ja, und Instagram. Ich glaube, da kannst du keine Nachrichten verschicken, gar nichts. Also, keine Ahnung. Mit WhatsApp? Na gut, habe ich gar nicht heute ausprobiert. Hat mir niemanden geschrieben. So, jetzt bin ich natürlich... Aber ihr habt das gehabt. Ich habe das vorhin gehabt. Ich habe meine Karre repariert. Ja. Gerade fertig repariert. Auf einmal fliegt sie rum, wickelt sich um Baum, kaputt. Na super. So ein schöner Bug. Ja. Und bei den Schwierigkeitsmodus ist das hier nicht mehr so lustig. Nee, absolut nicht. Definitiv nicht. Moment, 9 mm hast du gesagt, ne? Ja. Alles klar, dann rüstig dich auf jeden Fall hiermit aus. Hier ist auch nochmal. Das Gewehre kann ich dir auf jeden Fall geben. That's a lot to carry around. Gewehre, und dann hast du hier noch, ich gebe dir mal noch eine Pistole mit. So. Oh, die ist gut. Das ist gut. Kannst du haben. Wow, wow. Ich hab hier noch eine 45er. Brauchst du sowas auch? Nein, du brauchst alles eigentlich im Grunde. Nee. Nee, brauchst du nicht. Ja, aber ich bin da eher so auf Minimum getrimmt. 9 mm Patronen, so noch ein paar, das wäre ganz gut. Alles klar, machen wir. Kriegen wir hin. So, und dann kriegst du. Genau. Dir noch. Danke, super. Könnte dir auf jeden Fall hier noch was von abgeben. Das ist auf jeden Fall nicht verkehrt hier. Mal C4. Ja. Dann könnte ich dir auf jeden Fall noch, weil in der Todeszone sind die Autos ja aus Glas, wie jeder weiß. Ja. Gebe ich dir Toolkits. Boah, boah. Super. Dann kriegst du von mir auf jeden Fall auch noch Verbandsmaterial hier. Erste-Hilfe-Kästen. Sind auch nie verkehrt. Mhm. Danke. Nee. Nie. Und was auch wichtig ist hier, sind Seuchenheilmittel. Mhm. Danke. Boah, 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 boah. Ja, ja. Ist ja hier Weihnachten und ja, ja, jetzt ist zusammen.
ich glaube, wenn ich wieder, wenn ich in die Todeszone starte, gut, ich starte ja nicht bei Null, ne? Das ist. Ja. Ja. Ja, da helfe ich dir dann aus. Da habe ich dann noch eine Enklave, die hat alles. Bis zum Abwinken. Ich habe auch eine Enklave. Aber ich wollte. Ich sag, ich habe auch. Nee, sag. Ich habe auch eine Enklave, die ist auch tödlich, allerdings. Ich habe da sämtliche Green Zones Maps, die habe ich vorher abgelootet. Und da habe ich natürlich allen möglichen Kram und ja, wie gesagt. Das habe ich mit meiner einen Enklave auch gemacht, aber ich wollte mal wissen, wie es ist, auf der Todeszone mal ganz neu anzufangen. Dieses Projekt. Halt nur mit drei Leute. Das Projekt werde ich auf jeden Fall auch mal ausprobieren. Gucken, wie das so ist. Wie lange und vor allem. Das ist hart. Vor allem, wie lange wir uns über Wasser halten können, ey. Ja. Siehst du hier, die verballert auch noch. Die verballert auf jeden Fall auch noch 9 mm. Die kannst du von mir aus auch haben, wenn du willst. Oh. Mhm. Ja. So. Und weil ich dir nur raten kann, wenn du das machst, ne, nimm niemals einen NPC mit. Nee. Ah, Zombie-Bedrohung. Na, das lohnt sich ja. Das wird gleich richtig lustig werden. Mal gucken. Ich weiß, musste ich auch feststellen, du sneakst dich da an irgendeinen Zombie ran und der fängt an, nur loszuballern, ey. Ja, ja, ganz knicken. Albtraumzone. Selbstmord. Albtraumzone, das ist alles noch lenkbar, aber. Ja. Todeszone. Aber auch da kann das sehr gefährlich werden. Ja, ich weiß, ich hab auch schon eine verloren. Zombies are attacking the base. Ach, eine Minute, das geht. Oh, das geht, das ist handelbar. Wenn da jetzt stehen würde, drei Minuten, ey, dann würde hier richtig. Drei Minuten ist böse. Ja, 3 Minuten ist böse. Und wie gesagt, ich habe hier nur 5 Leute. Ja. Hier steht direkt ein Screamer vor deiner Base. Den knipp ich mal aus, so. Ja. Selbst wenn da eine Minute steht, wenn die Screamer anfangen rumzuschreien, die locken ja allen möglichen Kram an. Ja. Stay back from the stake. Aufgebläten. Ah, das meine ich. Alter. Zombie eingeprügelt, aber der wollte nicht down gehen, ey. Alles klar. War vorbei. Das geht. Das war ja alles noch denkbar. Ja. Aber weil ich mir auch angewöhnt habe, sobald jemand nur minimal solchen Zombie hat, sofort ins Krankenhaus. Ganz oder genau. In die Krankenstation. Das mache ich bei mir auch. Ich da lange fange. Ja. Das mache ich bei mir auch. Das sparst du auf jeden Fall die Seuchenheilmittel. Ja, definitiv. Ich muss den einen auch, der ein bisschen. So, sag an, wie ist der Plan? Hast du jetzt vor? Ich wollte im Norden sind zwei. Wenigstens hier den einen erstmal. Die Blutherze ausschalten. Ja. Und dann muss ich von mir aus im Osten, da ist noch eins, das muss ich auch wegmachen, damit Händler zu mir kommen können. Ah, ja, genau. Mhm. Sonst kommen die nicht. Ich hab, mein Anführer in meiner Welt, der ist Händler vom. Mhm. Und das ist in der Todeszone, ist das nicht verkehrt, definitiv nicht. Also, du kannst dir allen möglichen Kram, kannst du dir ja dann ranrufen, sozusagen, wenn du den Einfluss hast, ne? Ja. Und wenn nicht, dann gehst du eine Runde questen halt. Also, von daher. Musst du. Ja. Oder so viel Lärm machen, dass das Zombie-Bedrohung kommt. Ja. Aber das kann auch das letzte Mal gewesen sein. Ja, wenn das richtig eskaliert. Also von daher. Das könnte schon böse werden. Das. Ja, definitiv. So.
Sonst, ne. Ah, Auto muss ich noch reparieren, aber das kann ich auch da holen. Warte, ich nehme eins mit. Ein Toolkit nehme ich mit. Okay. Oh, warte mal. Ich glaube. Juggernaut. Juggernaut ist ja, hier in der Nähe. Da hinten. Vielleicht hierher lotsen. Wo steht deine Karre? Steht die hier vorne? Nee, da kommt der Juggernaut. Guck mal rein hier. Lass ihn mal reinholen. Kriegt er eh ein paar aufs Maul. Ganz genau so sieht's aus. Das ging auch schnell. Jetzt mal hier. Mach in Ruhe. Jo. No place to put it. Ah, oh, die Karre. Da bist du. Hm? Warte, ich repariere die hier, ne? Ja. Ist repariert. Oh, das ging fix. Ja, Benzin reicht locker. Ich glaube, in irgendeiner Episode bist du hier mit Robert zusammen irgendwo hier in der Nähe gestorben, glaube ich. Das war aber schon ein paar Tage her. Ja. Das hab ich beobachtet. Ah, jetzt bin ich schon zu weit gefahren. Ach da, ich sehe schon. Alles klar. Oh, scheiße. Naja. Warte. Ich kann das Auto auch hier stehen lassen, ist egal. Dann müssen wir rennen. Und ich meine, zur Not können wir uns auf diese Station da flüchten hier. Ja. Da. So, mal C4. Ich hab C4 dabei. Ich würde die einfach totrattern. I've worked in uglier places. Gucken, sind noch andere Zombies hier? Ja. Ja, klar. Gucken. Schnell die beseitigen. Ui! Alter. So. Können wir erstmal weg. Alles klar. Wäre ich dafür. Zum Auto. Hast du Blutseuche? Bist verletzt? Ja, ein bisschen, also, aber nicht, es liegt der Rede, weil ich hab ein Heilmittel dabei. Okay. Also, alles gut. Oh, leck. Oh. Ja, bei mir eben auch gerade. Ja. Mal gleich nochmal hin. Ein bisschen Munition mitnehmen. Das werde ich, glaube ich, auch mal machen. Sicher ist sicher. Ja. We can't keep patching folks up unless we find more men. Ich glaube, wir müssen eine neue Knarre. Oh. Ja, Moment. Hier haben wir noch eine A. Ich glaube, die nehme ich mir auch. Ich brauche aber noch einen Schalldämpfer.
So, Moment. Geht gleich los. Weil jetzt kann ich das nochmal ausprobieren, ob jetzt schon ein Händler kommen würde. Anyone listening? If y'all wanna make some deals, come on by. Geier. Ja. Kommt keiner. Das reicht anscheinend nicht aus. Dann nehmen wir eine von denen hier. Holy hell, that's heavy. Habe ich ein bisschen gepennt bei mir in meiner Welt anscheinend. Zumindest was, was denn? Zumindest was Munition. Was Munition herstellen angeht. Habe ich ein bisschen gepennt, glaube ich. Okay. Aber gut. Automatik. Das ist scheiße. Brauchen auf jeden Fall Munition. Hm. So, wenn die nur Automatik ist, finde ich das, das ist kacke. Nicht so gut. Ist ja. Munitionsverschwendung. Da kannst du einen Spieler geben, mit dem du nicht so viel spielst. Ja. Zur Verteidigung deiner Base, weißt du? Ja. So, ich bin bereit. Also, mhm. Voll. Ich weiß nicht, also da ist noch eine Horde im Endeffekt. Sonst schnappen wir uns erstmal das andere Seuchenherz. Das können wir machen. Mach so wie du willst, ne? Das ist deine Welt und ja. Ja, ja. Mach was du für richtig hältst, also. Und wie gesagt, bei mir auf meiner Map, ich werde auf jeden Fall nochmal die eine Map werde ich auf jeden Fall nochmal wechseln. Ja. Loote die nochmal komplett. Das heißt, sollte mir heute hier einer verrecken, gut, dann ist es eben so. Ja. Den Skill legt dann wieder hoch, weißt du? Hier kommt man eigentlich so eine Orte zum Beispiel, da kommt man richtig gut ran an die solchen Herzen. Ja. Ah ja. Nochmal. Vorsicht, oh. Scheiße. Nachladen wäre mal ganz gut hier. Jetzt muss mal raus. Vorsicht, Vorsicht, das ist eine ganze Menge. Boah, Alter. Nein, 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 nein. Scheiße. Alter. Aufs Auto oder so. Bisschen da. Boah, fuck. Ist er jetzt da? Ja, der sieht den. Tänzelt schon. Er ist weg. Scheiße, ey. I need to be more careful. Some of the Zeds are infected. Mehr Kruppzerkern nehmen. Boah, was? Ey, das gibt's nicht. Zur Not erstmal weg gleich. Wo bist du? Zerstört. Ja? Boah, lass uns weg hier, ey. Ja, ja, zum Auto. Oh Gott, die demolieren uns gleich die Karre, ey. Nee, nee, nee. Alter Vater. Hui. Oh. Ja, das ist Hardcore. Das ist ohne Scheiß. Wenn einer sagt, Albtraumzone ist Hardcore, der hat noch nie in der Todeszone gespielt. Nee. Ey, ohne Scheiß, das ist ein Tag, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, ey. Aber was mich auch überrascht, ich habe ja jetzt Albtraum einmal durchgespielt. Ja. Das ist eine sehr niedrige Prozentzahl, die das bis jetzt gemacht haben, also. Ja, weil, also das
würde ich mir nur so erklären, das sind wirklich Leute anscheinend, die... Ich meine, du brauchst doch einen Plan irgendwo, weißt? Ja. Wenn du da reingehst. So, die kann jetzt erstmal auf die Krankenstation, ey. Ja, und ich werde meinen Spieler, den werde ich austauschen. Der ist auch angeschlagen. Der ist so verdammt nochmal müde. Aber dann lege ich das ganze Zeug hier rein. Hast du vielleicht noch Ersatzteile? Ersatzteile habe ich da. Die brauchst du mit Sicherheit auch, ne? Ja, ich hab nur 30 Stück. Scheiße. Hey, you know what I don't miss? Ja, Moment. Aber vielleicht, ich kann auch vielleicht einen Händler rufen. Weil eigentlich müsste das jetzt gehen. Jetzt ist das hier, warte mal, Ersatzteilhändler rufen. Now that's quite a load. So. Wenn nicht, ich leg dir jetzt hier was hin. So, jetzt hast du auf jeden Fall Ersatzteile. Ja, gut, das reicht mehr. Oh, Alter. Ja, eine Hand wäscht die andere und beide dort Gesicht, ne? Sagt man ja. Immer. Das ist doch so. Auf jeden Fall. Achso, stimmt ja, ich wollte den Spieler auswechseln. Wie nehme ich den? Der Händler kommt immer noch nicht. Wieso kommt der nicht? Weiß ich nicht. Ist dein Anführer, ist der auch auf Handel gestellt, oder? Ja, ja, der ist auf Händler gestellt, ja. Das kapiere ich hier nur gar nicht. Wieso das nicht geht? Wechseln hier. Du hast auf jeden Fall hier auch noch einen mysteriösen wandernder Händler. Okay. Hast du hier auch. Der hat eigentlich auch immer geile Zeug dabei. Aber ist halt schweineteuer, ne? Ja. Auch was Fähigkeiten und so angeht. So Leute, ich würde gerne den Part an der Stelle beenden. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.